Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht's um Unions. Davor möchte ich euch aber noch ganz kurz zeigen, wie die Syntax von Arrays ist, weil es da auch eine Frage dazu gab. Ist aber im Endeffekt genau gleich wie bei normalen Variablen auf. Auch im Endeffekt haben wir hier den Namen der Variablen, den Doppelpunkt, den Typ, also in unserem Fall zum Beispiel eine Number, was so natürlich nicht funktioniert. Und dann möchte ich natürlich ein Array draus haben, sprich ich mache einfach einmal eckige Klammern hinten dran und schreibe dann zum Beispiel ist gleich, 42, 1, 3, 3, 7 und nochmal 42, weil ich kann. Okay, und das ist im Endeffekt ein vollwertiges TypeScript-Array, hier einfach den Typ mit einem Doppelpunkt wieder hinten dran und danach die eckigen Klammern. Das ist eigentlich alles, was ihr zu Arrays wissen müsst. Alles andere funktioniert genau gleich wie in JavaScript auch. An der Stelle natürlich wieder mal der Hinweis auf meine JavaScript-Tutorials, die ihr euch gerne angucken dürft. Okay, und jetzt geht's weiter mit Unions. Unions sind eigentlich auch wirklich nur ein kleines Thema, aber ich finde sie so unglaublich cool und so mächtig, weil es sie in anderen Sprachen so eigentlich nicht wirklich gibt. Und deswegen sagen wir jetzt einfach mal, wir behandeln jetzt Unions. So, wir wollen jetzt eine Variable haben und bei der wissen wir nicht ganz sicher, was es jetzt sein kann. Und deswegen sagen wir, hey, das Ding ist eine Number. Oder es ist ein String. Eins von beiden wird es aber immer sein. Das heißt, wir müssen kein Boolean angeben. Und wir müssen auch kein Any oder sowas angeben. Eins von den beiden ist es auf jeden Fall. Und deswegen können wir jetzt hier sowohl Number als auch String zuweisen. Das hier ist ein senkrechter Strich. Den findet ihr neben eurem Y, wenn ihr auf Alt-GR drückt. So wie ihr im Endeffekt das Eurozeichen auch machen würdet. Nur eben links neben dem Y. Genau. So, und jetzt könnt ihr hergehen und sagen, hey, ich möchte jetzt in meiner MSG einmal 42 reinschreiben und dann möchte ich zum Beispiel hier unten drunter, ich kopiere mir das hier gerade mal, weil das vielleicht relativ interessant werden könnte, MSG ist gleich Hello World. So, und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was diese beiden Type-Offs mir zurückgeben. Einmal eine Number und einmal ein String. Und wenn ich jetzt tatsächlich MSG hier ausgebe, dann sehen wir, dass das erste Mal 42 ausgegeben wird und das zweite Mal Hello World. Also im Endeffekt haben wir hier eine Variable kreiert mit zwei Typen, sowohl Number als auch String. Aber was anderes wie Number oder String kann es nicht werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier True eingebe, dann kriege ich Schwierigkeiten, weil hier sehen wir es, Boolean is not assignable to type. Boolean, ja, im Endeffekt. Und wir können es aber trotzdem natürlich ganz normal ausgeben, weil im Endeffekt JavaScript auch nicht typisiert ist. Das heißt, JavaScript ist es eigentlich relativ egal, aber für euch als Bearbeiter von Code ist es eigentlich ziemlich cool zu wissen, das Ding ist entweder eine Zahl oder ein String. Braucht man in der Praxis nicht so häufig. Normalerweise solltet ihr darauf achten, dass eure Zahlen bzw. dass eure Variablen immer genau einen Typ haben, aber manchmal kann es dann doch vorkommen, dass man vielleicht mehr als eine Art zurückgeben kann. Also zum Beispiel kann man hier ein Number zurückgeben oder einen String. Und vor allem bei Funktionen in Return-Werten kann es dann doch mal ganz sinnvoll sein, wenn man zwei Sachen zurückgeben kann, je nachdem, was für Fälle dann eben bei rauskommen. Und dann brauchen wir eben so ein Konstrukt. Deswegen nur ganz kurz zu Unions. Weil ich das irgendwie ein sehr interessantes Konzept finde und ja, nächstes Mal geht es dann eben weiter mit Klassen. Gut, wir hören uns, bis dann, ciao!